Ja, moin, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 16. Es ist vollbracht. Wir sind in der nächsten Runde im DFB-Pokal. War schon ein Kampf. Interessiert mich nur. Oh, es geht als nächstes gegen Hoffenheim. Und das auch schon in 9 Tagen. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Ach, keine Ahnung. 10 Tagen. In 10 Tagen. Und dann geht's gegen Hoffenheim. Da heißt natürlich auch, verlieren ist nicht drin. Gucken wir uns mal die Paarung an diesem Tag. Ich würde gern die Allgemeinpaarung einmal kurz sehen. Oh, DFB-Pokal ist schon im Turnierbaummodus. Also, gucken wir mal genau drauf. Was ist spannend? Köln gegen Augsburg nicht unbedingt. St. Pauli gegen Düsseldorf auch nicht unbedingt. Duisburg gegen Hertha wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Genauso wie Schalke gegen Heidenheim. Frankfurt auch gegen Bremen. Wird sowieso spannend gegen Hurenheim. Karlsruhe gegen Gladbach wird auf jeden Fall auch spannend. Und dann trifft schon im Achtelfinale Bayern auf Dortmund. Das ist eigentlich ganz gut für uns, kann man sagen. So, gucken wir mal weiter. Sie könnten 2 Spieler verlieren. Wieso? Was heißt das denn jetzt? Das geht doch ein bis zum. Ja, geht ja noch. Ah, ganz ruhig. Ganz ruhig mit den jungen Pferden da. So. Es geht gegen wen? Wiesbaden, nächstes Spiel. Ich glaube, in der Britta Arena wird wieder richtig was los sein. Alter, als ich das gesehen habe, war ja wirklich gar nichts mehr los. Da musste ich schon leicht schmunzeln. So. Jetzt nochmal gucken. Cacciola nehme ich raus, aber lasse ich Hohnstedt spielen. Und dann nehme ich El Capitano Villas auch raus, lasse für Syrah spielen. Und Chahed kommt für Simon Tüting Tüte. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ins nächste Spiel. Hey, das sieht doch gut aus. Ich mache jetzt weiter, vielleicht habe ich da einen guten Bonus. Was? Oh. Okay, egal. Ich mache das nie wieder. So, Britta Arena in Wiesbaden. Ja, wir aus Wiesbaden. So, ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welchem Platz Wiesbaden steht. Auf jeden Fall, es schneit nicht, ein vernünftiger Rasenplatz. Vielleicht mal wieder ein vernünftiges Fußballspiel mit vielen Toren. Hannover war ja eher, was Tore angeht, mau. Aber was man auch wieder sagen muss, das hat sich gelohnt, so lange zu warten. Jetzt direkt erstmal der Ball kommt rein, aber der Pass in die Mitte kommt nicht an von Menga. No, der Ball wird ins Ausgehen. Das gibt Einwurf für den VfL. Ich glaube, irgendwo auf dem Patch wurde gefragt, ob das Ganze hier legal ist mit der dritten Liga, ob das überhaupt sein darf. Da sage ich, ja klar, warum sollte das illegal sein? Das ist jetzt nicht irgendwie was. Du wirst jetzt nicht, was daran illegal sein soll. Also, das ist kompletter Schwachsinn. Ich meine, FIFA. Aber was ich aber auch gehört haben soll, FIFA 17 sollte möglicherweise, also EA soll wohl an den Lizenzen dran sein, dass es da möglicherweise eine dritte Liga in der nächsten Saison geben wird. Wäre natürlich wirklich mega geil, weil es wird echt es ist mittlerweile echt überflüssig. Weil, ich meine, dritte Liga ist, was Spiele angeht, das ist teilweise, wird das mehr geguckt als die zweite Liga. Und das ist auch berechtigt. Vor allem, wenn man jetzt an die Ostclubs denkt, es sind nun mal viele Ostclubs in der dritten Liga vorhanden. Und gut, Dresden wird jetzt wahrscheinlich wieder aufsteigen, wo man ganz klar sagen muss, dass die aktuell
Würde ich sogar fast sagen, wenn die in der zweiten Liga aufsteigen würden, ganz nah dran sind an einer der besten Fanszenen auch in der zweiten Liga. Aber was man einfach sagen muss, ansonsten sind da auch wirklich immer viele Ostclubs drin, die einfach für viele Derbys sorgen. Und ich wüsste nicht mehr, warum man die dritte Liga dann nicht mehr in FIFA 16 drin hat. Jetzt erstmal aufgepasst, Wien Wiesbaden aktuell noch nicht viel gemacht. Und dann möglicherweise jetzt die Chance zur Flanke. Schwebe ist aber da. Also braucht man sich nicht aufregen. Aber Abwurf hätte besser kommen können. Oh Gott, das darf nicht passieren. Da wollte ich den Ball eigentlich auch auf außen passen. Fast dran gewesen. Und Schad holt sich dann den Ball. Kommt keiner hinterher. Schad bleibt liegen. Hat sich hoffentlich nicht irgendwie was getan jetzt. Gut gemacht. Schad ist wieder auf den Füßen. Oh, da gibt es jetzt auch mal wieder den Pfiff vom Schiri. Garcia, gut gespielt. Flanke ist auch einigermaßen gut. Oh Gott! Das war... Da war ich schon überrascht, dass Merkens überhaupt an den Ball kommt. Aber der Schuss war dann ja auch gar nicht so schlecht. Also aktuell noch 0-0. Wien Wiesbaden eigentlich fast... Ups, das war schön gemacht. Mit kaum Spielanteilen. Vielleicht jetzt mal. Achtung, jetzt ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Aber sehr stark von Garcia. Also, er hatte ein kleines Tief, wurde auch gegen Hannover, habe ich ihn ja nicht spielen lassen. Aber da ist er schön dazwischen gegangen. Hätte natürlich auch anders ausgehen können. Aber so soll es ja erstmal sein. Oh. So, erstmal versuchen den Spieler möglichst weit vom Tor wegzubringen und dann Profit rauszuschlagen. Dave Pissot. Das ist was, was man sich manchmal wirklich im Stadion denkt. Achtung! Und Schwebe! So, und jetzt erstmal Halbzeit hier in der Britta Arena. Wenn man... Nein, sag jetzt nichts. Das ist fies. So. Wir gehen, wie gesagt, direkt in die zweite Halbzeit. Irgendwie noch versuchen. 3 Punkte, wie gesagt, sind in der dritten Liga immer wichtig. Rausgespielt und Chat. So geht jetzt schon in die Mitte rein. Versucht es dann selbst, aber der Torwart ist da. Und diesmal klappt es nicht. Kolke ohne Probleme. Wie auch immer. Achtung, schnelles Spiel von Wiesbaden, kommt aber aktuell keiner mit. Ah, okay, ging gut. Menga, aber dann erstmal den Ball geklärt. Auf den zweiten. Und gibt Eckball. Natürlich nächste Ecke. Oh, kriegt nochmal wieder. Oh,
Molke. Molke, Kolke, Wolke. Garcia. Nimmt Fahrt auf über links. Aber kommt nicht vorbei. Ja, Wiesbaden macht es jetzt wieder ein bisschen ruhiger, lässt es den Ball ruhig spielen. Und er kommt sogar an. Starker Pass. Ach, da stand Garcia wohl aber den Ball viel zu stark gespielt. Boah. Mal Abschluss aus der Distanz von Schindler. Ein Wurf für Wiesbaden sogar. Das ist halt, die hören auf. Dann kannst du halt nicht kontern. Die Abwehr zieht dann nicht von Wiesbaden mit. Ist halt ein bisschen blöd. So, bring ich mal Tüting. Oh, Falkenberg muss auf jeden Fall mal raus. Und komm. Und halt, vielleicht kann er noch was machen. Hey, was ist denn das? Und jetzt gibt es nochmal Leckball für Wiesbaden. Jetzt aber erstmal schneller Wechsel. Sieht stark nach 0-0 aus. Oh fuck, Alter. Schwäbe jetzt vielleicht nochmal schnell machen. Ungefähr so. Alvarez. Und Schahed, aber Riesenparade von Molke. Ah. Weißt du, hält er den noch? Tüting, nein! Eigentlich ein unnötiges 0-0. Ah, gib nochmal Eckball! Hätte man jetzt eigentlich aus dem Spiel versuchen sollen, denn hier jetzt ein Kopfballtor zu machen in der letzten Minute. Ist extrem schwer. Oh, was? Nein. Oh Gott. Alter, also leider 2 Punkte verloren. Aber eine spannende Abschlussphase auf jeden Fall. Naja. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Haut rein. Ciao, ciao.